Achtung, Zentrale an Alpha 9, 12 und 7, zurzeit im Hafengebiet. Fahren Sie in die Via degli Orifici. Ein Mann schießt von einer Dachterrasse auf die Straße. Vollgefressenen Bullen! Ich hasse euch! Ich hasse euch wie die Pest! Hört ihr? Kommt rauf, worauf wartet ihr? Kommt rauf und holt mich! Ihr dreckigen Arschlöcher! Na kommt schon! Wo bleibt ihr denn? Ihr habt Schiss in der Hose, was? Ich mach euch fertig! Versucht's doch, kommt rauf! Schnell euch alle ab! Jeden Einzelnen knall ich auf! Ich mach euch fertig, ihr weißen Säue! Verrecken sollt ihr alle! Ihr Scheißer! Ihr Bullen, ihr kriegt mich doch nicht! Ich leg euch alle um! Versucht's doch! Kommt rauf, ihr weißen Arsch! Hier bin ich! Holt mich! Tja. Den kriegen wir nicht lebend. Ich kann doch keinen raufschicken, um ihn zu schnappen. Das wäre ja Selbstmord. Sie sehen also praktisch keine Möglichkeit? Und Sie, warum setzen Sie Ihre Leute nicht ein? Ich werde es sogar selbst versuchen und dann wollen wir mal sehen. Bin gespannt. Was wollt ihr von mir? Was habe ich euch getan? Hörst du mich? Ach, leckt mich doch euer Arsch! Nein! Benimm dich wieder! Nein! Ich gebe dir noch eine Minute Zeit, dann schießen wir! Nein! Schon! Alles in Deckung! Räumen Sie die Straße! Die Straße frei! Zurück! Schön, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Geben Sie Schießbefehl. Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine! Na, es ist zu weit! Ich schaff euch alle! Ihr Feighunde! Na los doch! Ihr Scheißkerle! Kannst du mir mal eine feuern? Aber Kommissar, warum gerade jetzt? Und warum musst du gerade jetzt den da oben aufs Korn nehmen? Ich habe den Befehl. Dann kriegst du jetzt von mir den Befehl, mit dem Quatsch aufzuhören. Das gilt für euch alle. Was soll denn das da? Wer ist der Mann? Einer von unseren Leuten. Vielleicht ist es besser, wenn wir noch warten.
du wohl soweit. Schlimm war's doch nicht, ne? Hält's doch was aus. So. Na, Sonny, hier ist vorn und oben. Hier, wo ich stehe. So. Okay. Naja, jetzt strahlt er wieder. Mal sehen, was du hier so mit dir rumschleppst. Es hätte noch gefehlt, dass sie das bei dir finden. Dann wärst du die nächsten 10 Jahre weg vom Balkon. Hast unverschämtes Schwein gehabt, dass du keinem ein Ding verpasst hast. Und dann noch an einen gekommen bist, der weich wie ein Kaugummi ist. Okay. Mann, du hast aber auch eine Kelle, dafür brauchst du einen Waffenschein. Ich habe ja auch einen. Vielleicht ist auch der Kragen ein bisschen zu eng. Nein, das war die Kelle. Was passiert dir vorhin wieder weg? Ist wohl die erste heute. Ja, die habe ich mir auch verdient. Fahren Sie mit uns mit, Kommissar? Nein. Ich muss erst mal abschalten und was für einen Kreislauf tun. Zigaretten, alle Sorten Zigaretten, mit und ohne Filter. Gehen Sie nicht vorbei, Signore. Ich habe für jeden Geschmack das Richtige, auch für Sie. Und bei Assuntina werden Sie gut bedient. Assuntina, pass auf, gleich kommt die Zollfahndung hier vorbei. Der Wagen biegt schon um die Ecke. Oh, danke. Gummiband, 1er Gummiband und Wäscheband, Sicherheitsnadeln, Knöpfe, Neger, Nähseide, alle Farben, Reißverschlüsse, Druckknöpfe, alles für die Hausschneiderei und mein großes Sonderangebot in Strumpfhosen heute. Machen Sie Ihrer Frau eine Freude, nehmen Sie eine mit. Zigaretten, alle Sorten Zigaretten. Ach, Kommissar, kann ich Sie mal ein Momentchen sprechen? Tust du ja bereits. Also leg los. Ein ganz dicker Hund. Die Edelsteine von der Madonna in Piedigrotta sollen gekämpft werden. Piedigrotta ist nicht mein Revier. Als wenn ich das nicht wüsste. Aber bei wem soll ich denn die Geschichte loswerden? Ich würde es mal beim Pfarrer versuchen. Aber Kommissar Plattfuß, der Pfarrer spuckt doch nichts aus dafür. Ja. Also, ich höre, spucke aus den Namen. Sie wollen wieder gleich alles auf einmal. Nach dem Namen muss ich mich erst mal umhören und muss auf was investieren. Na, dann hör dich erst mal um und komm wieder, wenn du dich umgehört hast. Danke, Kommissar. Guten Tag, Kommissar. Was Neues? So viel ich weiß nicht. Caputo, ich muss dringend rauchen. Sinkt der Nikotinspiegel? Der ist auf null. Die zweite innerhalb einer Stunde. Wie soll denn das weitergehen? Sag mal, Caputo, wem gehören die Stäbchen? Ihnen, aber Sie haben mich doch ausdrücklich darauf festgenagelt, dass ich Ihnen am Vormittag 2 und am Nachmittag 2 oder höchstens 3 geben soll. Kannst du einem das Rauchen vermiesen? Was wollen Sie? Sie predigen doch selbst, wer raucht, ist ein Blödmann. Und jetzt? Bin ich eben Blödmann, lebt sich's leichter. Naja, bei Blödmann fällt mir ein, der Chef möchte Sie sprechen. Sie sollen gleich mal rüberkommen, was wichtig ist. Wie kommst du denn bei Blödmann auf Chef? Kann ich mir leisten, bin ja nur Kriminalassistent. Das ist da also unser Kommissar Rizzo, Spitzname Plattfuß. Kollege Dr. Tabassi kommt aus Mailand. Kann jeden passieren. Passieren ist gut. Dr. Tabassi sitzt ab morgen hier an meinem Schreibtisch. Was? Ja, mein Lieber, da staunen Sie. Aber so ist es. War mit Ihnen eine gute Zusammenarbeit, obwohl mitunter ganz schön aufreibend. Jetzt freue ich mich auf ein ruhiges Pöstchen, man wird ja nicht jünger.
Ja, ja, so ist es. Ich habe gehört, was Sie da heute im Alleingang unternommen haben. Aller Achtung. Davor kann man schon den Hut abnehmen. Aber ich möchte es mal ganz genau wissen. Waren Sie bewaffnet? Na immer, ohne die nie. Eindrucksvoll, aber fahrlässig. Ich persönlich schätze es mehr, wenn meine Leute sich in jeder Situation verteidigen können. Ach, dazu brauche ich keinen Geschützpark. Alles solide Handarbeit bei mir. Plattfuß hat seine spezielle Masche. Grundsätzlich unbewaffnet, wie die Bobbys in England. Aber hiermit teilt er aus und das haut hin. Ja, ja. Plattfuß der Schläger. Nun ist es aber so, dass wir das Gesetz hüten sollen und nicht die Meisterschaft im Schwergewicht anstreben. Sie halten nicht viel von Schusswaffen, was? Aber doch hoffentlich vom Gesetz. Tja, sicher, aber hier in Neapel kommen Sie mit dem Gesangbuch weiter, nicht mit dem Gesetzbuch. Hier sieht die Praxis ein bisschen anders aus. Hier braucht man Fantasie. Bitte mal Platz machen hier. Lassen Sie mich doch durch. Das ist ja wieder große Stimmung hier. Dürfte gelegentlich mal geschliffen werden. Hier wird bis zum bitteren Ende ausgeharrt, du Strolch. Herr Kommissar, wer bezahlt mir das? Wer kommt denn dafür auf? Du bist noch nicht dran. So, unser Freund Zwei-Finger-Joe holt sich seine Leute schon aus dem Kindergarten ganz schön abgerutscht. Kommissar, ich mache in Ruhe meine Geschäfte und trete niemandem auf die Füße, aber mir soll auch niemand in die Quere kommen. Wer soll denn jetzt dafür blechen? Wart's ab, sei nicht so geldgeil. Außer ein paar blauen Flecken hat's offenbar nichts gegeben. Wenn ich eine Anzeige mache, handle ich mir einen endlosen Papierkrieg ein und euch schicken sie nach einer Stunde wieder nach Hause. Der Fall hat sich also von selber erledigt. Den Schaden trägt Zwei-Finger-Joe. Ist das ein Wort? Mhm. Jetzt aber raus mit euch. Kommt nicht wieder, sonst müsst ihr doch noch aus dem Blechnapf schlürfen. Ja. Will mir mal einer von euch verraten, was man dazu nur noch sagen soll? Da rückt diese Fußpilzgeneration vor, da motzen diese Jungs gegen einen Camorra-Chef. Gegen die Mafia von Neapel. Mhm. Mama, nun mach doch schon, da gibt's Hunger gleich vom Stuhl. Ja, ist ja schon soweit. So, guten Appetit. Er kommt schon. Sie können nicht hier bleiben. Schnell, schnell. Nein, Moment doch, so viel Zeit muss sein. Er darf sie hier doch nicht sehen. Ihr werdet doch nicht zufällig mit dem Essen auf mich gewartet haben. Zufällig ja, aber kannst du nicht einmal pünktlich sein? Die Spaghetti sind längst kalt. Das musst du doch nun wissen. Bin ja seit über 10 Jahren bei dir in Vollpension. Und ich bin noch nie pünktlich gewesen. Worüber wunderst du dich? Außerdem esse ich Spaghetti kalt am liebsten. Dann lass sie dir schmecken. Du dir auch. So. Moment mal, wer von uns beiden muss denn auf seine Linie achten? Du oder ich? Ja, siehst du, ich halte seit 100 Jahren mein Idealgewicht. So. Ob das reicht? Kann mir ja immer noch was nachnehmen. Na, Salvatore, erzähl mal, was hast du heute gemacht? Ach, reden wir lieber nicht drüber. Ja, da weiß ich Bescheid. Wann hat der Bengel mal nichts angestellt? Wenn du mein Sohn wärst, wäre ja manches anders. Du, Plattfuß, kannst du dich noch an den alten Gennarino erinnern?
Der lässt schön grüßen. Ich habe ihn getroffen. Der soll nicht grüßen, der soll weniger krumme Dinger machen. Ach, Plattfuß, hast du denn kein Herz? Was glaubst du, warum der immer wieder klaut? Doch nicht, weil es ihm Spaß macht. Der hat 10 Mäuler zu stopfen. Und da gibt's nur eine Möglichkeit, lange Finger. Hast vollkommen recht. Ich bin nicht zu Hause, ja? Guten Tag, Signora. Guten Tag. Einen schönen guten Tag, Kommissar. Mahlzeit, was liegt an? Entschuldigen Sie die Störung, aber wir haben einen Hinweis bekommen. Ein Mann, der bei uns auf der Fahndungsliste steht, ist hier ins Haus gegangen. Da müssen wir natürlich jede Wohnung durchsuchen. Die hier dürfen Sie auslassen, denn bei uns ist er nicht. Besten Dank, Kommissar, und entschuldigen Sie nochmals die Störung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, aber es eilt nicht. Gennarino. Ich wünsche guten Tag, Kommissar. Rück mal ein bisschen näher ran. Recht guten Appetit. Ihr wollt mir wohl den Ast absägen, auf dem ich sitze, ihr alle drei. Was hätten wir denn anderes machen sollen? Er wird doch gesucht. Ja, eben, davon rede ich doch die ganze Zeit und da muss er ausgerechnet hierher kommen. Was habe ich denn für einen Posten, hä? Kommissar. Kriminalkommissar. Kriminal. Und dann sowas. Jetzt reicht's mir aber gleich. Ist ja nicht zum Anhören. In die Luft könnte ich gehen. Warum greifst du dir nicht diesen armen Unglücksmenschen und bringst ihn ins Zuchthaus? Dann kannst du endlich zufrieden sein. Nein, ich bin derjenige, der in den Knast geht und nicht dein armer Unglücksmensch. Ja, ja. Warum setzt du dich nicht hin? Ist das hier ein Stehimbiss? 10 Kindlein zu ernähren. Ja, die kannst du nicht mehr rückgängig machen. Jetzt musst du ranschaffen. Setz dich hin, nimm mir nicht die Ruhe. Was hast du denn heute mitgehen lassen? Ein paar Autoreifen. Das heißt genau genommen 2. Aber ohne Schläuche. Und Profil war auch nicht mehr drauf. Ja, du bist und bleibst ein kleiner Halunke. Und dann auch noch so dämlich, dass es einem wehtut. Wenn sowas geboten wird, muss man zugreifen. Wenn du das Zeug runtergeschlungen hast, trabst du aufs Revier und meldest dich. Warum haben Sie mich denn eben nicht ausgeliefert, als die Karabiniere hier gewesen sind und gefragt haben? Erstens habe ich da noch nicht gewusst, dass du hier bei uns bist. Und zweitens gibt's mildernde Umstände, wenn man sich selber stellt. Gut, Kommissar, wenn Sie mir das so erklären, dann mache ich es auch. Dann werde ich mich stellen. Sofort nach dem Kaffee, das verspreche ich Ihnen. Scharfe Sache, das zieht durch wie ein Rasiermesser. Ja, lass doch mal sehen, ja. Gut gemacht. Also, was ist jetzt? Höre ich was oder nicht? Nun zier dich nicht wie die Zicke im Milcheimer. Ich kenne die nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Also lassen Sie mich zufrieden. Der Plattfuß hat es auch mal nötig. Mach keine Anreize. Du weißt ganz genau, warum ich hier bin. Also? Kein Also. Ich habe nichts zu sagen. Martha ist deine einzige Freundin. Das kannst du ja wohl nicht abstreiten. Willst du auch mal so enden mit so einer verunstalteten Visage? Kommissar, ich habe schreckliche Angst. Angst? Vor wem?
Ach, wissen Sie, am Anfang ist alles glatt gelaufen, aber jetzt, was Sie jetzt für Sachen von mir verlangen, das... Was für Sachen? Wer verlangt was von dir? Ich habe ein Kind, ich muss an mein Kind denken. Lassen Sie mich aus der Geschichte raus. Ich will ja nur einen Namen von dir. Wer hat Martha so zugerichtet? Ferdinando, der Baron. Hier unterm Arm hat's zu viel Weite. Aber ganz und gar nicht, verehrter Baron. Wie auf den Leib geschnitten. Aber probieren wir doch mal was anderes, ja? Hier, das ist bereits fertig. Da haben Sie dann ein ganz anderes Bild. Entzückend. Na? Nicht ein bisschen zu dunkel? Oh, Nachtblau ist doch in diesem Sommer die Farbe, hochaktuell. Behauptest du? Es ist so. Was meinst du, Giovanni? Na, top schick, meine ich. Der allerletzte Schrei. Die Schnittführung ist einmalig bei dem Modell. Nicht? Ja. Macht es denn aber auch schlank? Oh, verehrter Baron, fragen Sie doch mal das Spieglein. Den fehlen ja schier die Worte. Ah, ja, schauen Sie sich das an, wie aus dem Herrenmagazin entstehen. Kann man nicht anders sagen. Wie viel nehmen wir denn nun davon? Oh, so viel Sie wollen, verehrter Baron. Also sagen wir eins. Was macht dann zusammen mit dem anderen zwei? Damit komme ich durch die Saison. Also 2 Dutzend. Baron beliebt mir zu scherzen. Ja, ich weiß nicht so recht mit der Farbe. Passt ja auch zu meinem Teint. Na, fabelhaft, Baron. Na ja. So, lieben Freunde, das war harte Arbeit und jetzt kommt das Vergnügen. Man muss ja auch mal abschalten. Hallo, Kommissar. Hier sind Sie in allerbester Gesellschaft. Schenkt doch mal dem Herrn Kommissar was ein. Ich brauche Schützenhilfe. Kommst du mal einen Augenblick hinter die Säule? Jetzt gleich? Wo ich gerade mein bisschen Privatleben genieße? Das hat doch sicher bis morgen Zeit, ne? Wir warten jetzt erstmal das nächste Tänzchen. So dringend ist dann selbstverständlich sofort. Also? So, Baron, und jetzt möchte ich gern wissen, warum du Martha Calabrese das Ding verpasst hast. Calabrese? Ja. Was hätte ich damit zu tun? So ziemlich alles. Na, da bin ich ja sprachlos. Wer hat Ihnen denn solche Schweinerei erzählt? Sie glauben mir nicht, nein? Na, bitte stellen Sie uns doch gegenüber. Das ist meine Sache, wo ich das her habe. Frage an dich, willst du heute Nacht in der Zelle schlafen? Na, wenn ich Ihnen damit eine Freude machen kann und Sie unbedingt eine Blamage erleben wollen. Ja, du hast ja so recht. Man weiß, wie es läuft. Der Betreffende wird bei einer Gegenüberstellung aus Angst alles zurücknehmen. Andere Beweise haben wir nicht. Leider. Da kommt noch ein Rechtsverdreher, der macht doch schwarz-weiß. Sie sagen es. Und das Ende vom Lied, ich muss mich entschuldigen. Ah, so bin ich ja nun auch nicht. Lassen wir die Entschuldigung unter den Tisch fallen. Sagen wir haben uns einen kleinen Ulk erlaubt und die Sache ist erledigt. Hm? Wollen Sie mit mir irgendwo hingleiten? Oh,
Olli, endlich die reiche Frau Witwe gefunden? Vor 3 Monaten hast du noch auf dem letzten Loch gepfiffen. Was kostet denn sowas? Tja, Mauersteine haben sie nicht genommen. 14 Millionen Lire, ohne Extras. Aha. Ich nehme an, das ist hier auch ein Extra. Unter Fachleuten Antenne genannt. Na. So ein langes Ding hast du doch überhaupt nicht nötig. Soweit mir bekannt ist, befindet sich der Motor vorn unter dem großen roten Blechdeckel. Ich lache zu Hause. Hören Sie, Kommissar, ich bin ein humoriger Mensch. Bei so einer Scheibe, da kann der Blick schweifen. Das andere lassen wir ganz. Hören Sie, Kommissar, ich lasse mich doch von Ihnen nicht in die Pfanne hauen, auch wenn Sie 10-mal am Drücker sitzen und fetter sind. Ja, ich bin nicht bloß fetter, ich bin auch größer als du, Scheißer. Und Martha ist dir wohl auch zu groß geworden, was? 4 Mann hast du auf sie gehetzt. Oh. Herr Kommissar. Und was soll ich damit? Das ist die Karteikarte. Ich habe gesagt, die ganze Akte. Sie wollten was von mir? Kommen Sie rein, Rizzo. Ich muss mit Ihnen sprechen, bitte. Also, es geht um was Dienstliches. Das dachte ich. Sie recherchieren, Sie verhaften, Sie lassen wieder frei und ich bekomme nie einen Bericht darüber. Da stellt man sich die Frage, wer hier der Chef ist, Sie oder ich? Chef, darauf muss ich doch wohl nicht antworten. Sie sind noch neu bei uns und ich habe mir hier die Stiefelsohlen abgelaufen. Ich kenne die Stadt wie meine Westentasche. Ihnen passt das nicht, dass ich Kontakte zur Camorra, zu unserer Mafia habe. Sie können Neapel mit keiner anderen Stadt vergleichen. Und in unserem Bezirk liegen die Dinge besonders kompliziert. Ich behaupte nicht, dass meine Methoden die Patentlösung sind, aber ich habe erreicht, dass die Kirche halbwegs im Dorf bleibt. Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass hier keine Morde passieren? Sie sagen, ich bin brutal, aber soll's. Ab und zu gibt's bei mir mal Saures. Hier wird gar keine andere Sprache verstanden. Vielleicht beherrschen Sie keine andere Sprache. Ach, wissen Sie, ich habe mich bisher immer sehr gut verständlich machen können, auch ohne das da. Bis Sie das eines Tages mal nicht mehr können. Ja, bitte? Chef, es hat eine Schlägerei gegeben, unten am Hafen. Ein gewisser Carmelo Sabatini ist dabei leicht verletzt worden, ist bereits im Krankenhaus. Hier passieren keine Morde. Leicht verletzt, wenn mich mein Ohr nicht täuscht. Das war 2 Finger, Joe. Der hat vor ein paar Tagen in einer Pizzeria mit Sabatini Zoff gehabt. Wer ist denn 2 Finger, Joe? Na, Tonino Percuoco, ein Bandenchef. Ich werde da gleich mal nach dem Rechten sehen. Das werden Sie nicht. Fordern Sie einen Wagen mit 2 Beamten an, den Mann kaufe ich mir selbst. Jawohl, Chef. Ja, so einfach, wie Sie sich das vorstellen, geht das nicht. 2 Finger, Joe, kennt Sie ja gar nicht. Ich will einen Mann von der Camorra festnehmen. Brauche ich dazu etwa noch eine Empfehlung schreiben, oder wie? Sie müssen es ja wissen. Die Adresse ist Piazza delle Vergini 12, 2. Stock, Wohnung Nummer 4. Ja, ja, der beherrscht seine Sache aus dem FF. Und du beherrschst du deine Sache nicht aus dem FF? Nein. Und warum nicht? Na, hier macht doch jeder seins. Genau. Original Schweizer Armbanduhr. Carafoni ruft Giasumino. Wo ist Carafoni? Ruft Giasumino. Giasumino, bitte kommen. Giasumino, ich höre. Achtung, eben ist Polizeiauto vorbeigefahren, Richtung Gesundheitsamt. Ich wiederhole, Polizeiauto in Richtung Gesundheitsamt. Weitergeben an alle. Danke, Ende. Regenschirme wieder frisch eingetroffen. Kaufen Sie Schirme, es wird bald regnen. Regenschirme wieder eingetroffen. Kaufen Sie Regenschirme, es wird bald regnen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Chef, hier geht's lang. Also los.
das wissen wir ja alles. Na und? Rizzo, ich brauche sofort die Bandaufzeichnung. Dieser Gangster ist uns durch die Lappen gegangen. Habe ich dir doch schon gesagt, es krümmt ja kein Menschenhaar, wenn du herkommst. Von mir aus auch mit großem Bahnhof. Kannst du machen, wie du lustig bist. Ciao. Wer ist denn das eben gewesen? Ja, Antonio Percuoco, unser Zwei-Finger-Joe. Er stellt sich, habe ich gerade mit ihm ausgehandelt. Sagten Sie ausgehandelt? Das müssen Sie mir erklären. Zwei-Finger-Joe ist einer von den Spitzenleuten, nicht etwa bloß ein kleiner Pups. Das muss man berücksichtigen. So ein Mann lässt sich doch von uns nicht wie ein Ladendieb einlochen. Und was müssen wir machen, damit er uns für würdig hält, ihn zu verhören? Gar nichts. Er ist ja schon im Anmarsch. Herr Kommissar, haben Sie eine kleine Sekunde Zeit für mich? Was hast du denn, Murkel? Was willst du denn? Eine wichtige Meldung abliefern. Ein Überfall auf die Kommerzialbank an der Piazza Mercato. Heute Vormittag noch. Ohne dich würde bei uns alles zusammenbrechen. Hier, ich habe jetzt keine Zeit. Immer wieder gern für Sie beschäftigt. Rizzo? Mhm. Ich will mich ja nicht in alles einmischen, aber wer ist dieser Kerl? Und was hat das mit dem Überfall auf sich? Ach, das ist Fantasie mit Schneegestöber, seine Spezialität. Und trotzdem bezahlen Sie ihn? Naja, er ist mein Freund. Was heißt denn das? Ein besonderer Freund, einer, der mir Glück bringt. Rizzo, Sie werden mir doch nicht erzählen wollen, dass Sie mit diesem... Ja, bitte. Dr. Tabassi, ich habe ja eine Sonnenbrille auf dem Flur gefunden und jemand hat mir gesagt, die gehört Ihnen. Nicht zu danken. Ja. Na, was habe ich gesagt? Das ist der geborene Glücksbringer. Hallo? Ja, Augenblick. Ist der Anwalt? Mhm. Im Wald, da steht ein Anwalt. Ja. Na, was tut sich? Ach. Ist er hingefahren? Da wird gar nichts passieren. Der hält bestimmt dicht. Sitz nicht da mit dem Mund voll fauler Zähne. Spuck was aus. Oh, ich weiß beim besten Willen nicht, was ich noch sagen soll, Kommissar. Ich habe jedenfalls auf niemand geschossen. Nein. Hätte mich auch sehr enttäuscht. Aber warum wollten die dich denn neulich in der Pizzeria umpusten? Warum fragen Sie den nicht selbst danach, hä? Ich verhöre nicht die, sondern dich, falls du es noch nicht gemerkt hast. Jetzt mach mal der Schmalz aus den Ohren. Wir sind immer gut ausgekommen. Du auf der einen, ich auf der anderen Seite vom Gesetz. Wenn wir das so weitermachen wollen, dann musst du... Sie haben mir mal das Fell gerettet. Sie können von mir verlangen, was Sie wollen. Aber ich muss Ehrenmann bleiben. Ein Ehrenmann von der Sorte Ferdinando der Baron. Ach, der zählt doch gar nicht mit dieser Träume. Na, immerhin. Der fährt einen Schlitten für 14 Millionen und am kleinen Finger hat er ungefähr noch mal so viel. Die Pistenpfeilchen, die angeschafft haben für ihn, die wollen sich jetzt nicht mehr im Spiegel besehen. Und wenn er dir die Rechnung präsentieren will, dann macht er das nicht selbst, sondern durch Boten. Ich hab sie doch erkannt. Es sind dieselben gewesen wie neulich. Und was tut der große Zwei-Finger-Joe? Anstatt auf den Baron zu schießen, schießt er auf sein Fußvolk. Wer ist denn da, der Drömel? Ich lass mich doch von Ihnen nicht provozieren. Ich habe auch meine Prinzipien. Behalte sie. Das schätze ich ja so an dir. Aber glaub nicht, dass der alte Plattfuß schon eingepennt ist. Ich weiß Bescheid. Seit ein paar Monaten ist hier jede Menge Geld im Umlauf. Und für derartige Summen gibt's nur eine Erklärung. Rauschgift. Und damit du klar siehst, das gilt auch für diese Martha. Die hat sich nämlich geweigert, ihren Kunden Stoff anzudrehen. Deshalb war sie dran. Kommissar, das ist ein Anwurf, als wenn ich unsere eigenen Muscheln essen würde. Du machst dir deine Hände nicht schmutzig, ja. Bis jetzt noch nicht, aber kommt auch noch alles. Caputo, alles wie gehabt, mach irgendeine Bagatellanzeige und dann abkarren den Kerl. Aber wenn der Chef ihn noch verhören will? Ach, lass nicht so viel warme Luft raus. Mir reicht schon so. Gib mir lieber was zu rauchen. Bis bald, Zwei-Finger-Joe. Damit haben Sie Ihre Ration für morgen auch schon weg. Du Giftzwerg. Hm. Da drüben, da ist er, sehen Sie? Hm. Und Ihr Befund? Wir haben uns bei dem Befund auf Sonnenstich geeinigt. Gut, dann bleiben wir bei Sonnenstich. Mhm. Joe! Ach, Kommissar! Ah, ja, du Cassius Clay für Fußgänger, wie geht's? Alles sehr gut. Ich höre, du kommst bald raus, hast es also hinter dir. Ich habe die Akten ein bisschen frisiert, damit sie dir nicht noch einen Prozess anhängen.
Thank you, Kommissar. You are very kind to me. Sie sind sehr nett zu mir. Ich werde es auch niemals vergessen. Ja, mein Junge, ist ja schon gut. Du könntest mir dafür aber auch einen kleinen Gefallen tun. Würdest mir damit sehr helfen. Es geht um das Zeug, das du neulich bei dir gehabt hast. Joe, wir wissen doch beide, dass du Stoff hattest. Woher, vom Schiff? Ja, natürlich, kriege ich immer auf dem Schiff. Gibt's da ohne Schwierigkeiten. Aber irgendjemand muss den Stoff doch liefern, auch wenn du mir keine Namen nennen kannst. Was sind das für Leute? Ich kenne mich in dem Geschäft nicht aus, Kommissar. Ich kann Ihnen nicht viel dazu sagen. Ich weiß nur, das Zeug wird hier in Neapel umgeschlagen und wir kaufen es dann auf dem Schiff. Gut, aber eure Lieferanten, sind das Amerikaner? Nein, nein, Amerikaner nicht. Ich sage Ihnen ja, die bringen die Ware auch nicht aus den Staaten hierher. Ich weiß bloß nicht... Ach doch, da fällt mir was ein. Da gibt's so einen Dago, einen Italo-Amerikaner. Und der sitzt dick drin im Geschäft. Vielleicht kann der Ihnen mehr darüber sagen. Und wie heißt der Kerl? Ferramenti. Tom Ferramenti? Ja, genau, Tom Ferramenti. Nein, heute Abend kann ich nicht. Oh, vielen Dank. So, Spitzbube. Richtig, Tom. So ein Arbeitsgerät muss man immer bei sich haben. Ein schönes Sortiment. Wenn ich mir das so ansehe, Dollars, Totschläger, Messer, Schlagringe. Du bist ja wohl darüber im Klaren, dass ich das nicht so einfach unter den Teppich kehren kann. Und bei deiner Latte von Vorstrafen wirst du dafür sitzen müssen. Herr Kommissar, fragen Sie, was Sie wollen. Ich werde Ihnen alles sagen, aber bitte, gehen Sie vor meinem Fuß. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Die Hühneraugen fangen an zu tränen. Und wie? Wie ist das mit den Drogen? Wer macht das Geschäft? Wer bringt das Zeug nach Neapel? Sind das Amerikaner? Nein, nein. Amerikaner sind da nicht mit drin. Wer sind denn nun die Lieferanten? Leute aus Marseille. Aha, sei mal nicht so wortkarg. Es war was schiefgelaufen drüben in Marseille und... Da hast du gedacht, Luftveränderung ist immer gut. Ja! Ja, ja, was ein Plattfuß ist, der tritt auch alle anderen platt. Also, wir waren bei den Marseillern stehen geblieben. Was raus zum Munde, die Neuigkeiten. Soll ich dir die Visage polieren? Was willst du, Lumpköpfchen? Ich onduliere dir deine Locken später, jetzt habe ich zu tun. So, Tom, zurück nach Marseille. Die Jungs aus Marseille haben sich also in die Camorra eingekauft und haben damit einen neuen Markt in Neapel. Du hast mich falsch verstanden. Du sollst Tom Ferramenti zufrieden lassen. Geh woanders stören. Ich muss die Polizei anrufen. Kommissar Platt ist doch schon voll im Einsatz. Na, eben drum. Musik, die Leute wollen hüpfen. Tom! Ja? Lass sie zicken. Du weißt doch, bei mir ist alles lang, auch der Arm. Und mal weiter im Text. Na, du bist doch im Bilde. Wie läuft der Laden? Wie funktioniert das alles? Welchen Weg geht die Ware? Wo kommt sie an? Wer verteilt sie weiter an wen? Eine Menge Fragezeichen. Ein paar zu viel. Tut mir leid, Kommissar. Ich weiß nicht mehr. Alles, was ich weiß, habe ich Ihnen schon gesagt. Tom, hör mal zu. Angenommen, ich gehe zu Chiamonte und erzähle ihm, dass seine beiden Jungs nur deshalb geschnappt worden sind, weil du uns den Tipp gegeben hast. Also, hä? Das ist so. Die Ware wird täglich geliefert. Und zwar jeden Nachmittag in Margellina. Wo genau? Restaurant Caminiella Amare. Ja, aber wer liefert sie und wer übernimmt sie? Das weiß ich nur meinem besten Willen nicht. Dann mach mal deinen grauen Zellen Beine. Du
hast doch welche in der Rübe. Fallen dir die Namen jetzt wieder ein oder immer noch nicht? Na? Fernando, für dich habe ich heute einen besonders leckeren Happen. Hier, guck dir diesen Burschen mal an. Ist das was? Frisch? Eben erst gefangen. Dann leg ihn mir auf die Seite. Ich komme nachher vorbei. Den gegrillt, das wird ein Festessen. Ciao. Sie haben mir ja vielleicht einen Schreck eingejagt. Ja, Frau Schreiber, lass mich an. Aber wieso denn? Polizei! Erlauben Sie mal, das ist doch keine Art. Das ist ja ein glatter Überfall. Ein ganz brutaler Überfall, Sie Rohling. Außerdem, wer sagt mir denn, dass Sie wirklich von der Polizei sind? Nicht mal eine Uniform haben Sie an. Na und? Du bist ja auch ein Räuber zivil. Das ist ja wohl die Höhe. Man soll's wirklich nicht für möglich halten. Ach, bitte nicht so rasen. Er wird doch noch eingefahren. Bremsen! Bremsen! Was machen Sie denn da? Sind Sie den ganzen Tag verlassen? Sie können doch nicht mal ein Dagobert wegwerfen! Also nicht, die Schauze, jetzt fliegst du hinterher. Bleiben Sie ruhig, ganz ruhig bleiben! Schweres Herzleiden. Ich darf mich nicht aufregen. Wenn du nicht sofort den Rand hältst, verhafte ich dich wegen Ruhestellung. Mama mia! Was in dem Wagen steckt, habe ich ja beim Kauf gar nicht geahnt.
unser Kommissar so in Eile? Aussteigen, raus! Ich bin nicht auf Spazierfahrt, das ja wohl auch nicht. Lass mal sehen. Andere Seite. Wo ist das Zeug? Wo hast du das Zeug versteckt? Was für Zeug? Wovon sprechen Sie? Ist das von selbst kaputt gerissen? Da hatte ich Pech, war ein kleiner Pass Unfall. Pass auf, dass du heute nicht noch einen großen Unfall hast. Klemm dich hinter Steuer, aber fahr nicht wieder wie ein Irrer. Zum Revier. Nimm doch bitte Platz, so viel Zeit wirst du ja mitgebracht haben. Also, Baron, unser Thema heißt Rauschgift. Schon wieder? Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich rede von dem Stoff, den du draußen im Carmenielo abliefern solltest und den du vorhin aus dem Wagen geworfen hast. An wen sollte ich denn liefern? Das will ich ja gerade von dir hören. Kommissar, erst haben Sie mir Misshandlung anhängen wollen. Jetzt versuchen Sie es mit Rauschgift. Bin neugierig, was Ihnen morgen einfällt. Du hast nun mal leider Pech gehabt, Baron. Je eher du redest, desto besser. Worüber denn reden? Das werde ich dir sagen. Ich will von dir wissen, wer deine Lieferanten sind und wer dir den Verkauf für ganz Neapel gegeben hat. Ich habe auf jeder Seite eine Lawinefaust. Bitte, Hauptkommissar, das spricht doch wohl für sich selbst. Rizzo, ich wünsche eine Erklärung. Wir haben uns gerade unterhalten, Ferdinando, der Baron und ich. Tag, Herr Rechtsanwalt. Herr Rechtsanwalt de Ribes ist der Verteidiger von Signor Scarano. Ach, ja. Rechtsanwalt de Ribes. Die Nummer eins unter den Verteidigern. Es ist so, als wenn ich mir einen Justizminister halte. Ihre Scherze sind hier unangebracht, Kommissar. Rizzo, zu Ihrer Information, es liegt mir ein Bericht über Sie vor. Ein schriftlicher Bericht des Herrn Rechtsanwalts. Daraus geht hervor, dass Sie vor 2 Wochen eine Auseinandersetzung mit Ferdinando Scarano hatten. Sie sollen ihn misshandelt und schwer verletzt haben. Es steht aber sicher nicht in dem Bericht, dass im Auftrage dieses ehrenwerten Herrn ein Mädchen verunstaltet worden ist. Ich muss Sie an den Verleumdungsparagraphen erinnern. Hat er Beweise für das, was er hier behauptet hat? Herr Rechtsanwalt, Sie haben mir Ihren Bericht vorgelegt. Lassen Sie mich jetzt den Tatbestand prüfen. Ihr Klient ist entlassen. Ich danke vielmals. Das genügt mir vollkommen. Ich darf noch hinzufügen, dass mein Besuch hier eine Geste der Wertschätzung Ihnen gegenüber ist. Ich hätte mich auch direkt ans Justizministerium wenden können. Ihr Klient wird sich natürlich zur Verfügung halten müssen. Das versteht sich. Das war's. Kommen Sie. Was glauben Sie, wie der sich jetzt die Hände reibt? Bei Ihnen wäre das Gegenteil zu empfehlen. Sie haben einen schweren Jungen durch die Lappen gehen lassen, der gerade singen wollte. Mit Fußtritten und Kinnhaken erpresst. Sie wissen, solche Methoden gibt's bei mir nicht. Sie haben Ihre, ich bleibe bei meinen. Wenn ich ihm das nächste Mal die Manschetten verpasse, diesem Signor Scarano, wie Sie ihn nennen, dann hilft ihm kein Derribis und gar nichts. Dann wird's ernst, dann geht er ins Kitchen. Sie werden keinen mehr die Manschetten verpassen, Rizzo. Bitte Ihren Ausweis. Sie sind ab sofort vom Dienst suspendiert. Ihre Pistole. Ich verstehe immer Pistole. Sie können von Glück sagen, dass ich nicht noch ein Verfahren gegen Sie beantrage. Herr Kommissar, gut, dass Sie eintrudeln. Ach, hau ab, lass mich zufrieden, lass mir vom Förster noch ein Ass schenken. So gemeint, entschuldige, du kannst ja nichts dafür. Ich habe heute einen ganz miesen Streifen. Danke, Kommissar. Wir können ja morgen darüber plauschen. Was ist denn? Der Direktor hat gesagt, ich soll lieber mitgehen. Dem Jungen ist gar nicht gut. Mama Mia!
Salvatore, mein Kleiner, was machst du denn für Sachen? Ich weiß auch nicht, ihm ist mitten in der Stunde schlecht geworden. Oh, um Gottes Willen, mein armer Junge. Maria, was ist denn? Guck dir bloß mal an, wie er aussieht, weiß wie die Wand. Ihm ist schlecht geworden. Vielleicht ist er faulkrank, soll er vorkommen. Hat man nie was gehabt. Der Arzt muss kommen, wir müssen sofort den Arzt anrufen. Ja. Und Salvatore, mein Kleiner. Arzt brauchen wir nicht mehr, hat sich erledigt. Aber was ist denn, was hat er denn? Ja, das hat er. Rauschgift, diese Schweine. Zeug aber ganz schnell los, her damit und ab zur Mama. Was bedeutet also Rauschgifthandel in ganz großem Stil in Neapel? Das haben wir noch nie gehabt. Sie sind gut informiert. Weshalb haben Sie den Markt ja hierher verlegt, weil wir sowas noch nie gehabt haben. In Marseille konnten Sie sich nicht mehr rühren. Wenn wir sie nicht ganz rigoros stoppen, ist hier in ein paar Wochen die Hölle los. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was für ein Rattenschwanz von Verbrechen an diesem Geschäft hängt. Konkurrenz, Kampf, Erpressung, Mord, rivalisierende Gangster schlachten sich gegenseitig auf der Straße ab. Und die Folgen für die Jugendlichen sind überhaupt nicht abzusehen. Ich habe Ihnen ja gesagt, was sich heute schon in den Schulen so tut. Ich danke Ihnen für Ihren Bericht, Rizzo. Ich werde mich intensiv mit der Sache befassen. War das alles, was Sie mir dazu zu sagen haben? Durchaus nicht. Noch eine Empfehlung. Wenn Sie wieder eine Ihrer Extratouren reiten wollen, es wäre ja denkbar. Davon rate ich dringend ab. Sie sind vom Dienst suspendiert. Vergessen Sie das nicht. Worauf Sie einen Spaten fressen können, aber mit Blatt! Du sag mal, wo ist Zimmer 24? Hier links und dann gleich noch mal links. Ah. Nicht umdrehen. Was ist? Setzen Sie sich. Es sieht gar nicht gut aus. Wir haben uns mehr von Ihnen versprochen, Scardano. Ja, aber Sie sollen sich nicht umdrehen. Nach 3 Wochen noch keine Erfolgsmeldung. Sie glauben doch wohl nicht, dass wir Ihnen eine derart großzügige Werbekampagne finanzieren, nur damit Sie sich ein angenehmes Leben machen. Moment mal. So einfach ist es nun auch wieder nicht, den Stoff abzusetzen. Die Verhältnisse liegen bei uns anders. Richtig angekommen sind wir bis jetzt nur bei den Jungen. Aber an die sollte ja gratis verteilt werden. Zur Einführung ja. Es musste erst mal ein Markt geschaffen werden. Jetzt, wo ein echter Bedarf da ist, können wir voll einsteigen und verkaufen.
Geschäft ist ohne Risiko. Man muss nur die richtigen Knöpfe drücken. Sie werden sich wundern, wie viel Geld aus den jungen Burschen rauszuholen ist. Ja, das bezweifle ich ja gar nicht. Sie kriegen alles von mir. Für Sie lasse ich sogar den Vesuvfeuer spucken. Sie müssen mir nur ein bisschen Zeit lassen. Ich will Resultate sehen, Zahlen. Bisher haben wir nur in Sie investiert. Jetzt müssen Sie auch mal was einbringen. Aber Sie können mir doch nicht... ja selbst gemacht. Telefonisch. Guten Tag, Kommissar. Tag. Hier ist eben einer rausgekommen. Brauner Anzug, groß, lang, schwarzer Schnurrbart. Wo war der? Ist mit einem roten Lamborghini weggefahren. Roter Lamborghini? Der ist doch 24 gewesen. Sehen Sie mal nach, wer da wohnt. 24 ist eine Suite. Niemand ist im Augenblick frei, wusste ich doch. Ja, hier ist der Schlüssel, stimmt. Da können wir Ihnen leider nicht helfen. Dann weiß ich Bescheid. Weiß er Bescheid. Ist kann doch möglich? Wohl nur ein Irrtum sein. Wie kommst du auf die 24? Aber die ist leer. Trotzdem. Sie hatten den heißen Wunsch, sich mit mir zu unterhalten? Hatte ich. Wollen wir uns nicht setzen? Was trinken Sie? Nur Kamillentee und den gibt's hier nicht. Ich habe von Ihrem Pech gehört. Tut mir sehr leid. Ich bin richtig ein bisschen in Verlegenheit. Ich meine, ich hätte doch niemals für möglich gehalten, dass mein Bericht für Sie derart drastische Folgen haben könnte. Und dazu wollten Sie mir Ihr Beileid aussprechen? Nicht nur. Vor allem wollte ich Ihnen klar machen, dass man alles arrangieren kann. Meine beiden Ohren stehen zur Verfügung. Ich fabuliere mal. Nehmen wir an, ich ziehe die Beschwerde im Namen meines Klienten zurück. Nehmen wir weiter an, ich spreche mit den richtigen Leuten im richtigen Moment, im richtigen Ton. Erfolg, Sie sind wieder in Amt und Würden mit allen Orden und Ehrenzeichen von morgens bis abends. Auch von abends bis morgens? Wenn Sie wollen, auch so. Und was muss ich dafür tun? Absolut nichts, gar nichts. Nichts mehr, wollten Sie wohl sagen. Sie haben es aber auch gleich erfasst. Ein Schnellschalter, unser Kommissar. Ich hab's gewusst. Ich hab Sie richtig eingeschätzt. Verraten Sie mir auch mal, wie Sie das fertig kriegen wollen? Haben Sie die Polizei so fest im Griff? Lieber Plattfuß, das erlauben Sie mir doch, dass ich Sie so nenne. Die Polizei, die befiehlt. Und die Polizei, die gehorcht auch. Alles klar? Na, aber wie? Na und? Was sagen Sie zu meinem Vorschlag? Wissen Sie, nach dem, was Sie mir heute alles so erzählt haben, da müssen Sie den schönen Ferdinando doch öfter sehen. Wir sind dauernd in Verbindung, er ist mein Klient. Sie könnten mir einen fabelhaften Gefallen tun, wenn Sie ihm was von mir bestellen. Herzlich gern, worum geht's? Sagen Sie ihm, wenn er mir über den Weg läuft, und das wird er sicher, dann schlage ich ihm mit Vergnügen die Fresse ein. Ausgerechnet mit mir machst du sowas, komm ich nicht mehr mit. Wozu brauchst du 10.000 Lira, das möchte ich mal wissen. Du hast doch von mir immer gekriegt, was du haben wolltest. Aber vorher hat man sich darüber unterhalten, oder nicht? Ich meine, ich weiß natürlich schon warum. Aber ich möchte trotzdem, dass du es mir selber sagst. Keine Angst,
Deine Mutter erfährt das nicht von mir. Ich werde mich hüten. Die hat mit dir schon genug Sorgen. Aber du sagst mir jetzt, warum du das genommen hast. Ich brauch dir nicht zu sagen. Du bist ja nicht mein Vater. So, wäre aber besser für dich, wenn ich's wäre. Raffaele, es hat geklopft. Wer kommt denn da noch so spät? Tut mir leid. Entschuldige. Hat er gesagt. Ja, ja, weil sie so gefährlich leben. Er will auf keinen Fall, dass sie was ins Kreuz kriegen. Und deshalb einen freundlichen Rat aus Kettenhausen. Stecken Sie Ihren Riechhalm in Ihre eigene Scheiße. Sonst hauen wir dich umgespitzt in die Erde, du Dickwanst. Hast du das gecheckt, du Polizant? Ich habe gecheckt. Und dann wollte ich dir sagen, dass es mir leid tut. Ja, dann ist ja wohl noch nicht Hoffnung, mal ist bei dir verloren. Ist doch eine hirnverbrannte Idee. Eine Zumutung ist das. Dass es überhaupt dann erwartet, uns das anzubieten. Sie erwarten von uns, dass wir mit der Polizei zusammenarbeiten? Soweit kommt ja, sagen Sie mal, für wen halten Sie uns, Kommissar? Das doch Stück. Nicht. Ist doch überhaupt nicht drin. Jetzt fällt mal halb so laut. Wir sind doch gute alte Bekannte. Und wenn ihr Wert drauf legt, kann ich es euch schriftlich geben, dass ihr mit dem Gesetz treibt, was ihr wollt. Oder besser gesagt, ihr macht eure Kohlen damit, dass ihr euch einen Scheiß drum kümmert. Wir sind nicht hier, um uns von Ihnen beleidigen zu lassen, Kommissar. Ich will keinem von euch auf die Hühneraugen treten. Ich glaube, so viel steht wohl fest. Niemand von euch hat jemals Rauschgift angefasst. Oder irre ich mich nein, da? Nein, das stimmt. Nein, wir nicht. Jetzt liegen die Dinge allerdings etwas anders. Die Leute aus Marseille werden euch auf der ganzen Linie das Wasser abgraben. Die Camorra ist heute schon nicht mehr das, was sie war. Die meisten von den Jüngeren sind zur Konkurrenz gegangen, weil sie sich da mehr versprechen. Und bei uns in Neapel trifft sich der letzte Dreck aus Afrika, Amerika und Europa. Die Stadt wird wimmeln von Polizei und Geheimagenten. Die Drähte werden heiß laufen bei Interpol. Wenn ihr nicht aufpasst, wenn ihr nicht dazwischenschlagt, ihr von der alten Camorra, dann seid ihr im Aus, aber endgültig. Nicht von der Hand zu weisen. Dann könnt ihr bei denen auch nicht mehr mitmischen, nicht mal unter ferner Liefen, weil die ihren Apparat dann haben. Bin im Bilde, ist ja auch nur ein Vorschlag gewesen. Ich hätte auch noch was dazu zu sagen, Freunde. Ich bin der Meinung, wir sollten uns das sehr gründlich überlegen. Punkt 1, Kommissar Plattfuß ist nicht mehr im Dienst, er ist als Privatmann hier. Punkt 2. Was er uns eben gesagt hat, hat Hand und Fuß. Das ist die bittere Wahrheit. Und drittens, er ist ein Ehrenmann. Wer das von euch nicht unterschreibt, kriegt ein paar hinter die Löffel. So, das war's dann. Früher oder später kracht es, da müssen wir uns mit denen auseinandersetzen. Und wenn ihr mich fragt, je früher, desto besser. Ja,
Überredet. Einverstanden. Aber so viel will ich vorher doch noch klarstellen. Wenn wir mitmachen, dann machen wir es, weil es unser Vorteil ist. Nicht für die Polizei und nicht fürs Gesetz. Wissen Sie, wie ich über einen Spitzel denke, ob bei der Polizei oder nicht, spielt keine Rolle. Ein Spitzel wird mir ewig widerlich bleiben. Ohne damit jemanden beleidigen zu wollen? Nur ganz allgemein. Aha. Was im Anmarsch? Nee. Da drüben beim Auto. Ihr lahmen Pfeifen, oder braucht ihr eine Kneifzange dazu? Fabriziert ihr dieses Scheißzeug? Der Husten. Mistet den Stall aus! Ja.
Plan gelaufen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Tabula rasa, davon erholen die sich nie mehr. Eure Jungs haben erstklassig gespurt. Was hast du denn hier zu suchen? Ist schon richtig. Na, Salvatore? Bei uns zu Hause sind zwei Männer gewesen. Die haben gesagt, Ferdinando, der Baron will dich sprechen. Keine Ahnung, ich komm gleich. Zweite Runde. Na bitte, er hat angebissen. Ciao, zwei Finger, Joe. Und was passiert jetzt? Ich besuche ihn. Kommissar? Ach, unser Kleiner. Kann ich denn nicht einen Schritt gehen, ohne dass du mir im Genick klebst? Lass ab. Hier kommt ein unheimlich heißer Tipp für Sie. Wie heißt er? Es ist schon wieder neue Ware im Anmarsch. Was für Ware? Na, Rauschgift, und zwar für eine runde Million. Und wann? Morgen schon. Per Schiff. Aus dem schönen Tunis. Tunis? Und wer sagt das? Von wem hast du das? Kommissar, Sie kennen mich doch. Diskretion ist bei mir Ehrensache. Ich will mir ja das Geschäft nicht versauen. Ja, ich bin heute total blank. Wir machen das dann morgen, ja? Gut, dann gibt's eben heute bloß ein Schlückchen Wasser bei uns zu Hause. Trabe sofort an. Das ist das Schöne bei mir. Mit ihren Leuten zu sagen, so geht's euch auch, wenn ihr keine Umsätze macht. In Marseille wird nicht bloß mit Wasser gekocht. Die haben sich gedacht, auf die Weise schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Nicht nur ihn, sondern vor allen Dingen mich. An sich ganz clever ausgetüftelt. Ferdinando, der Baron, mitten durch die Stirn geschossen. Die Polizei erscheint genau im richtigen Moment. Schnappt Plattfuß auf frischer Tat und bringt ihn ins Zuchthaus. Geht's ja nur weiter mit uns? Mit uns gar nicht. Aber ich krieg jetzt Feuerwerk. Ihr seid aus der Sache raus. Dafür habe ich jetzt die Polizei auf dem Hals. Warum denn das? Mich nicht mit. Oh, da kommt er nicht mit. Dem Baron habe ich zu verdanken, dass sie mich suspendiert haben. Jetzt brauchst du nur noch zwei und zwei zusammenzuzählen. So, ich muss jetzt aussteigen. Wenn Not am Mann ist, dann wissen Sie jedenfalls, wo Sie mich erreichen, Kommissar. Danke, ciao. Hm.
bevor die Dinger an meiner Brust austrocknen. Soll es eine Festnahme werden? Aber nein, der Chef will mit Ihnen sprechen. Tja, ich habe gedacht, wir sollten uns mal unterhalten. Es tun sich die merkwürdigsten Dinge in Ihrem Ressort. Machen Sie nicht sowas. Wir haben es mit zwei Banden zu tun. Zwei Banden, die sich gegenseitig bekämpfen. Und das sieht mir ganz so aus, als ob Sie bis zum Kragen mit drin stecken. Ich habe Sie gewarnt. Ich habe Ihnen gesagt, dass da was auf uns zukommt. Sie haben es besser gewusst. Sie haben mich kaltgestellt. Jetzt machen Sie Ihren Dreck gefälligst auch selber. Sie sollen mir nur eine Frage beantworten. Die kontere ich. Wie der Ribbis mit der Gegenfrage, haben Sie Beweise? Nun hören Sie mal zu, Rizzo. Vergessen Sie nicht, dass Sie immer noch Polizeibeamter sind, auch wenn Sie suspendiert sind. Das heißt, Sie müssen mir sagen, was Sie wissen. Sie sind zur Zusammenarbeit mit uns verpflichtet, ob Ihnen das schmeckt oder nicht. Und wenn nicht? Wollen Sie, dass ich Anzeige gegen Sie mache wegen Beihilfe? Sie scheinen im Mordfall Scarano eine höchst zweifelhafte Rolle gespielt zu haben. Ich weiß doch, dass Sie mit dem Baron abzurechnen hatten, oder etwa nicht? Ja. Auf was für einem Thron sitzen Sie eigentlich? Chef, ein Mordfall in Margellina. Scatellato, der mit dem Puckel, der Kleine. Kommen Sie mit. Wer hat den Mann gefunden? Ein Fischer-Protokoll ist schon aufgenommen. Tödliche Verletzungen durch Handfeuerwaffe auf der linken Brustseite. Herzdurchschuss. Wir haben hier kein Stück angerührt, aber leider ist vor uns schon jemand da gewesen, war nicht zu vermeiden. Die Spurensicherung arbeitet jedenfalls. Und der Gerichtsmediziner, was mit dem? Er ist verständigt. Na, wo bleibt er denn? Muss jeden Augenblick kommen. Ihr habt die Ruhe weg. Sie wissen, was das bedeutet, wenn man einen Mann erschießt und ihm dann außerdem noch einen Knebel in den Mund schiebt. Der Betreffende hat zu viel geredet. Genau. Darüber zerbrechen Sie sich nicht den Kopf, das können wir besser. Was im Augenblick viel wichtiger wäre, haben Sie mal gefragt, ob hier heute Nacht irgendjemand Schüsse gehört hat? Nein, aber wir vermuten, dass... Mit Vermutungen kommen wir nicht weit. Tut mir leid, Kommissar, aber heute erwarten wir kein Schiff aus Tunis. Das muss ein Irrtum sein. Glauben Sie es mir, ich würde es sonst wissen. Sie geben ja alle Bescheid, ob es eine Hochseejacht ist oder das kleinste Fischerboot. Bevor Sie einlaufen wollen, melden Sie sich. Geht ja auch gar nicht anders. Herr Kommissar! Dieser Tipp ist nun dein letzter gewesen. Sie wollen einen Besen? Ach, ich rede mit dem da oben. Mhm. Tunis. Die Tunis, und die kommt gar nicht aus Tunis. Wieder einer übergeschnappt. Kommissariat 2 Caputo. Hallo. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Yes, all night long. Show. Hallo, Kommissar. Ich steche wieder in See heute. Und Sie, alles okay? Oh, so einigermaßen. Ich danke nochmal.
Vielen Dank, Kommissar. Sie haben mir sehr geholfen. Salute. 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 Hallo. Wo geht's denn hin? Jetzt erst mal einen trinken. Kommen Sie mit. Nein, 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 nein. Da weiß ich was viel Besseres. Ich lade euch auf meine Yacht ein. Okay. Dann los. Tja. Joe. Also, meine Yacht ist es nicht direkt, verstehst du? Aber ich muss unbedingt heute Nacht an Bord, weil ich da was Bestimmtes suche. Und da kann es passieren, dass... Okay. Okay. Aber den Nuckel da, den schicken wir lieber in die Koje. Ui, der kann so verrückt werden, da kennt er sich selbst nicht mehr vor Wut. So, dann spielen wir mal besoffen, klar? Okay. Yeah. 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 Schiff mitten in der Wüste. Ja. Mama Morgana. Vater, Vater. Wissen Sie, wo das Zeug ist? Aber wer sucht, der findet. Ist ja wie auf dem Kriegsfahrt. Nun trete doch mal leise. Riecht wie Fisch, sieht aus wie Fisch, ist Fisch. Da. Du da. Hier, hau ist dein... Da ist was im Gange. Vielleicht schifft sich da noch einer ein. Fischer.
Halt! 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 Jetzt fällt es euch wie Schuppen von den Augen, was? Du lebst ja noch. Nicht den Bart. Meine Verlobte steht auf Bart und ich habe nur den einen. Fisch, Fisch macht Fisch. So mach ich das gerne, wenn die Fische fliegen. Habt Glück, dass heute nicht Freitag ist. Da ist unser Fischtag. Da schlucken wir euch mit runter. So, da habe ich doch eine Nase. Fisch am Stiel. Nur keine Panik. Ich wollte mir nur einen juristischen Rat bei Ihnen holen. Weiter nichts. Dann brauchen Sie sich doch nicht so anzuschleichen. Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Das heißt nur, soweit es nicht mit anderen Fällen kollidiert, die ich zurzeit vielleicht gerade betreue. Ich habe eine Frage, betrifft nicht mich selbst. Es geht um einen Freund. Hat er sich strafbar gemacht? Nun ja, das ist ja eben die Frage. Er ist in den Besitz von Rauschgift gekommen. Aber die Sendung war eigentlich für jemand anderes bestimmt. So, ein Freund von Ihnen. Und jetzt wollen Sie meine Ansicht darüber. Ein klarer Fall, würde ich sagen. Er kann die Ware nicht behalten. Er soll sie an den Eigentümer zurückgeben, an den rechtmäßigen Eigentümer. Und wenn er so vernünftig ist, dann dürfte sicher einiges für ihn abfallen. Sie können mir nicht zufällig sagen, wer das ist, der rechtmäßige Eigentümer. Sie wissen doch ungefähr, wie das in meiner Praxis ist. Es ist genauso wie in einem Hafen. Früher oder später muss hier jeder mal anlaufen. Geben Sie doch mal ein Rundschreiben an Ihre Geschäftsfreunde. Wer was vermisst, soll sich bei mir melden. Adresse ist allgemein bekannt. Ich habe mir doch gedacht, dass ich Sie hier finde. Denn da drüben können wir in Ruhe reden. Ich habe gerade erfahren, was Sie sich heute Nacht wieder geleistet haben. Machen Sie doch um Gottes Willen nicht solche Kraftakte, Kommissar. Nicht mal ich kann Ihnen helfen, wenn Sie damit aufs Kreuz fallen. Ich nehme an, du meinst das hier, ja? Deswegen lässt dir doch keine grauen Haare wachsen. Hast doch ein helles Bürschchen vor dir. Sieh mal, solange ich der Einzige bin, der weiß, wo der Stoff jetzt ist, kann ich ruhig schlafen. Und
Und abgesehen davon kann ich mir noch zufrieden die Hände reiben. Verstehe ich nicht, wieso die Hände reiben? Werden Sie mal deutlicher. Es wird ein Festessen, wenn ich den über den Jordan gehen sehe, der Scartellato umgelegt hat, im Buckligen. Der Mann ist jetzt schon ein Toter, er weiß es nur noch nicht. Und warum ist er das? Warum ist er ein toter Mann? Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist der gleiche Mann, für den der Stoff bestimmt war, den ich mir geholt habe. Und Marseille hat kaum Verständnis dafür, wenn sich einer eine Million vor der Nase wegschnappen lässt. Sie wissen, wer derjenige ist? Ja, guck mal in den Spiegel. Wie kommen Sie denn auf mich? Da muss ich ja herzlich lachen. Wer hat Ihnen bloß diesen Blödsinn eingeredet? Er, der Bucklige. Der Bucklige? Wer ist das? Den Mann kenne ich nicht. Der muss Ihnen wohl im Traum erschienen sein. Womöglich hat er Ihnen auch die Lottozahl verraten, ne? Du weißt genau, wie Scartellato gestorben ist. Bloß eins nicht, dass er nämlich die linke Hand so gehabt hat. Damit wollte er mir zu verstehen geben, wer ihn umgebracht hat. Das war der letzte Tipp, den er mir geben konnte. Na, da bin ich ja schwer beeindruckt. Kommissar Plattfuß, der Supermensch. Plattfuß sieht alles und hört alles. Man weiß trotzdem immer noch nicht genug. Wenn ich das vorausgesehen hätte, als Ferdinando umgelegt worden ist, dass du seinen Job übernimmst, dann hätte der arme Scartellato nicht ins Gras beißen müssen. Du hast doch seinen Job übernommen, oder? Du wirst auch genauso enden wie er. Was willst du machen? Mich umlegen? Ja. Sowas wie dich fasse ich nicht an. Den Gestank werde ich ja nie wieder los. Das besorgen die Jungs aus Marseille schon. Das sind Spezialisten, die kennen das Geschäft besser. Vielleicht bin ich schneller. Drück doch ab, wenn du meinst. Aber damit hast du ausgespielt, dann ist für dich nichts mehr drin. Ich bin der Einzige, der weiß, wo der Stoff ist. Und ich bin der Einzige, der die Marseille hochgehen lassen kann. Weißt du, was das bedeutet? Ich bin für dich eine Lebensversicherung, aber nur solange ich auch lebe. Das muss doch jedem einleuchten. Es leuchtet. Plattfüßchen als Leiche kann ich mir nicht leisten. So, Jungs, dann knöpft ihn euch mal vor und quetscht ihn aus. Na, was ist? Wollt ihr Spaghetti schneiden? Yeah. Genau im richtigen Moment festnehmen, die Säcke. Tut mir leid, Kommissar, aber ich soll Sie verhaften. Was? Zigarette mit auf den Weg? Hier heißt es, wer Rauschgift, Drogen, Betäubungsmittel oder Präparate ähnlicher Zusammensetzung herstellt, bearbeitet, im Besitz hat, kauft oder sonst irgendwie erwirbt, wer sie anderen Personen zugänglich macht, zum Kauf anbietet, verteilt, wer sie weiterleitet, befördert, wer sie importiert oder exportiert, wer wieder gesetzlichen Handel damit treibt und so weiter und so weiter. Dafür dürften ungefähr zusammenkommen, na sagen wir, zwischen 7 und 15 Jahren. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch zwei ungeklärte Morde, Rizzo. Und was Sie nicht wissen, es gibt einen Zeugen, der hat einen Mann aus dem Haus von Scarano kommen sehen. Einen großen Dickwanst mit Bart. Eine Beschreibung, die haargenau auf Sie zutrifft. Und dann habe ich noch meine eigene Theorie zu Scartellatos Ermordung. Nämlich folgende. Von Scartellato haben Sie erfahren, wann und mit welchem Schiff die Sendung ankommt. Dafür hat er verlangt, dass Sie mit ihm 50-50 machen. Oder hat er das etwa nicht? Das war der Grund. Deshalb haben Sie ihn umgebracht. Ja, Sie haben es gut. Sie haben wenigstens eine Theorie. Aber ich verstehe allmählich überhaupt nichts mehr. Ich kann mir nicht mehr zusammenreimen, was hier gespielt wird. Gerade habe ich Fernando den Baron so weit, dass er anfängt zu singen. Da erscheinen Sie mit seinem Anwalt. Und dieser oberfaule Kunde wird in allen Ehren entlassen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass in den Schulen ein schwunghafter Drogenhandel im Gange ist. Ihre Antwort, ich soll mich um einen Kram kümmern. Und jetzt zwei Finger so, ich habe den schon vollkommen in der Ecke gehabt. Da hetzt man mir Caputo auf den Hals und lässt mich verhaften. Was erscheint Ihnen denn daran so merkwürdig? Tja, ich sehe da nicht mehr ganz durch. Ich frage mich, auf welcher Seite Sie stehen. Was wollen Sie denn damit andeuten?
Ich will gar nichts damit andeuten, werde mich schwer hüten. Ist ja nur so, ich verstehe es einfach nicht mehr. Und wenn Plattfuß irgendwas nicht in seinen Schädel reinkriegt, wissen Sie, was er da macht? Nein. Aber jetzt wissen Sie es. Ja. Je tiefer einer fällt, desto höher der Zweck. Eine Stunde lang ist der Chef noch voll ausgelastet. Er brütet was aus. Also ab in die Kantine. Immer gesagt, du brauchst keine Pistole. Und was soll das jetzt auf einmal? Tja, aber manche Dinge kann man eben doch nicht mit der bloßen Hand in Ordnung bringen. Da muss man ja Angst haben. Was hast du vor? Wo willst du hin? Jetzt wird Farbe bekannt. Ich muss dahinter kommen, ob der Chef mit den Gangstern zusammen macht oder ob er eine reine Weste hat. Ganz egal, wie es ausgeht. Sei vorsichtig, Plattfuß. Ach, bin ich ja. Sonst hätten wir schon längst geheiratet. Was ist denn nun, Kommissar? Kann ich gehen? Nein, Gennarino. Du rührst dich hier nicht aus dem Hause, bevor ich wieder zurück bin. Da kann kommen, was will. Und wenn die hier aufkreuzen, dann weißt du Bescheid. Mhm. Dann schießt du. Ich soll schießen? Kommissar, ich habe mein ganzes Leben lang nichts weiter getan als gestohlen. Und wenn mal nichts zu stehlen war, habe ich mir mit meiner Frau Kinder gewünscht. Und jetzt kommen Sie und drücken mir das hier an die Hand. Na und? Schieß meinetwegen in die Decke oder in den Fußboden. Ach Krach, brüll rum, schrei die Leute zusammen. Hörst du, aber rühr dich nicht hier weg. Nein. Ich möchte mal den Chef haben. Hallo, Chef, hier Rizzo. Lassen Sie mich erst mal ausreden. Ja, ich weiß, dass ich einen Bock geschossen habe. Aber ich wollte nicht in den Bau. Also, was hätte ich machen sollen? Nehmen Sie es mir nicht übel, aber davon halte ich nun auch wieder nicht allzu viel. Jetzt antreten und mir offiziell die Manschetten verpassen lassen. Ja, ich habe das Zeug bei mir. Ich würde vorschlagen, dass wir uns allein treffen. Sagen wir um Punkt 2, Piazza dei Miracoli. Halte ich mich an die Abmachung. Hier habe ich den Stoff. Verkaufswert eine runde Million Dollar. Umgerechnet etwa 350 Jahresgelder für einen kleinen Kommissar wie mich. Tja, da kann es einem schon in den Fingern jucken. Jede wette, dass das Zwei-Finger-Joe ist. Er kommt jetzt hierher, um die Ware zu übernehmen, denn sonst legen ihn die Brüder aus Marseille um. Das wissen Sie ja aber besser als ich. Sie gehen ja mächtig scharf ran. Ganz und gar nicht. Sie kennen mich noch nicht. Ich bin bloß neugierig. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie stecken mit zwei Finger Joe unter einer Decke und haben ihn über unsere Verabredung informiert. Oder aber er hat mich beschattet und ist deshalb im Bilde. Dann werde ich mich bei Ihnen entschuldigen. Auf jeden Fall, wenn er kommt, dann nicht allein. Hände hoch und ganz ruhig bleiben, sonst wird geschossen. Hab ich doch richtig kombiniert. Klappt's nicht mehr, ist was eingerostet, nehmt die Hände hoch. Ich sag's nochmal, eine falsche Bewegung und es ist aus.
Die Tasche bleibt da, wo sie steht. Langsam zurück. Werft die Waffen weg und ergebt euch! Ihr seid umstellt! Waffen wegwerfen! Es hat keinen Zweck! Ergebt euch! Ihr habt keine Chance, hier rauszukommen! Der Platz ist abgeriegelt! Also werft die Waffen weg und ergebt euch! Wer Widerstand leistet, wird erschossen. Das ist unsere letzte Warnung. Begreifen Sie jetzt, dass ich nicht von gestern bin? Ich habe die Situation vorausgesehen. Ich habe sie als Köder benutzt. Kannst deine Bleispritze einmutten, Joe. Die Tasche ist leer, da ist nicht ein Gramm drin, nicht ein Krümel. Damit wären wir quitt. Der alte Blattfuß ist auch nicht von gestern. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Chef! Ja? Die meisten von den Burschen haben wir geschnappt. Bis auf 4 oder 5. Die sind uns durch die Lappen gegangen. Die Wagen zum Präsidium. Sie kommen mit mir mit. Ja. Aber stellen Sie sich das nicht so einfach vor. Wenn die mal unten in den Grotten sind, ist nichts mehr zu machen. Dann kriegen wir sie nie. Hier in Neapel gibt es zig Kilometer unterirdische Gänge. Ganz falsch da. Hier kommen wir nicht raus. Da geht's lang. Hier ist deine Endstation. Aber deine auch. Den Rest deines Lebens kannst du im Zuchthaus absitzen. Entschuldigen Sie, Signora, dass wir schon wieder mal stören, aber wir suchen immer noch diese verdächtige Person. Na, was gibt's denn? Bitte um Entschuldigung, Kommissar.
Aber wir haben eine Anzeige bekommen, dass heute Nacht hier im Hause ein verdächtiger Mann beobachtet worden ist. Ein alter Kunde von uns. Er war bewaffnet. Ja, ich weiß, aber das hat sich inzwischen von selbst erledigt. Können Sie vergessen. Schönen Gruß zu Hause. Danke, Kommissar. Kommissar? Recht schmackhaft. Aber ein bisschen pampig, zu lange gekocht.